Du hast dir Zeit gelassen, Mortel. Werden Sie ihn unterrichten? Er ist ein Genie. Vielleicht kann ich ihn unterrichten. Sie bleiben in London? Ich muss zurück nach Warschau zu meiner Frau und meinen Töchtern. Ich würde ihn hier lassen. Was spielst du? Piano. Ein bisschen. Ich bin ein Genie. Ich helfe dir. Dann wirst du ein bisschen genial. Wir bilden ein gutes Team, ja? Dies ist eine Niccolo Galliano Filio. 1735. Alles Gute zur Bar Mitzvah, David. Nochmal. Das haben sie wahrscheinlich durchmachen müssen. Meine Eltern, meine Schwestern. Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen letzte Nacht gestorben sind? Zehntausende! Und niemand kennt doch nur ihre Namen. Bis heute Nacht. Sein erstes Konzert vor internationalem Publikum stattfinden. Hat er irgendwas gesagt, wohin er nach der Probe wollte? Nein, nichts. Zu meinem größten Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass der Künstler, den Sie hier hören wollten, heute Abend leider nicht auftreten kann. Dann geh und finde ihn. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Soll das jetzt dein neues Hobby werden? David suchen, nachdem ein halbes Leben vergangen ist. Ich suche nach David Rappaport. David Rappaport. Hey. Wahrscheinlich in den 50ern. Eine Galliano von 1735. Suchen Sie das Instrument oder den Eigentümer? Nach beiden. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Das ist Jahre her. Er ist ein Virtuose. Etwa in meinem Alter. So etwas haben Sie noch nie in Ihrem Leben gehört. Warum verschwendest du deine Zeit für ihn? Unsere Zeit. Ich bin vielleicht alles, was er hat. Das war seine Leidenschaft, das Lied zu spielen. Warum hast du das getan? Ich bin mir nicht sicher, ob du das verstehst. Äußerst unheimlich. Man muss nicht schuldig sein, um sich so zu fühlen.